The mic and make sure I sound Deutschland sucht den Superstar G 2022 mit einer komplett neuen Jury an den Start. Florian Silbereisen ist der Nachfolger von Dieter Bohlen und schon bald geht es los. Es hat sich einiges geändert seit der vergangenen Staffel Deutschland sucht den Superstar. Dieter Bohlen, 67, ist als Chefhero nicht mehr dabei. Mit viel Aufmerksamkeit schied er bei RTL aus und hat sich seitdem auch schon öfter zu seinem ausgeäußert. 2022 geht die Show aber weiter, und zwar mit einer komplett neuen Jury, unter anderem Florian Silbereisen, 40. Der Starttermin für die neuen Folgen steht jetzt fest. DSDS verspricht große Emotionen. DSDS-Fans kennen es aus den vergangenen Jahren. Anfang Januar geht die Kette schon in eine neue Runde. Sehr oft war es bereits der erste Dienstag oder Samstag des neuen Jahres. 2022 verzögert sich das alles etwas. An den ersten Samstagen im Jahr läuft zum Beispiel die Live-Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert mit Barbara Schöneberger, 47. Winterjoch, 65, und Thomas Gottschalk, 71. Stattdessen startet die DSDS jetzt am 22.01.2022. RTL kündigt bereits große Emotionen, außergewöhnliche Stimmen und skurrile Performen an. Zuletzt hatte Helene Fischer Warnwort über Silbereisen. Also alles wie immer? Auf keinen Fall. Eine neue Jury musste gefunden werden und Florian Silbereisen ist der neue Chefjuror. So wird die Zusammenstellung zumindest, denn einen echten Chef wie Bohlen, der in jeder Staffel dabei war, muss man schließlich erst einmal etablieren. Weiterhin kündigt RTL übrigens an, dass die Jury so musikalisch nun sein würde, ein klares Statement. Was waren denn dann die vergangenen Leaks? Außerdem wird es warmherzige, aber auch knallharte Urteile geben. Aber wer wird neben dem erfahrenen TV-Mann und Schlagersänger Silbereisen sitzen? Produzenten für BAD, 53, und Sängerin in der Lage, 44. Beide haben zumindest ordentliche Erfahrung im Musikbusiness, ob sie aber auch als Unterhaltungsherrn in TV taugen, wird sich zeigen. Es wird sowieso interessant zu sehen, ob sich in der DSDS-Formel etwas verändert hat. Besonders viel Konkurrenz gibt es auf der Volksaufschau zwar nicht mehr, aber das hat auch seine Gründe. Casting-Shows sind eindeutig eine Überleitung der 2000er Jahre, DSDS war aber oft unterhaltsam. Bohlens Abgang hat beispielsweise dem Supertalent drogentechnisch sehr geschadet, ob es hier auch so sein wird, erfahren wir am 22.01.2022.